show come on? Hartelijk welkom zu einer neuen Video von mir und heute ein bisschen anders unterwegs. Heute gehen wir auch Winti gegen Servet Marsch. Und wie ihr es auch schon gesehen, sind wir in einer anderen Sprache unterwegs, als wir schon gewohnt sind. Und zwar heute ein bisschen anders, ein bisschen speziell auf Schweizerdeutsch. Ich weiss, ihr seid euch vielleicht nicht so dran gewöhnt, aber kurz mal eine try, why not? Mal schauen, wie es kommt, wie es euch gefällt. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Winti-Match. Let's go. So Leute, wir sind jetzt schon wieder am Säckeln. Wie auch gegen Basel. Ja, wir sind noch fertig Stau gekommen, noch ein bisschen verschaffen bis um 5 Uhr. Wir sind direkt hierher gefahren. Es fährt jetzt gerade da. Wir können schon die Fans. Hier sehen wir schon den Eingang von der Schützenwiese. Schon einige Leute dort hinten. Wir müssen mal schauen, dass wir irgendwo reinkommen. Ich kenne mich null aus, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Welchen Block? Irgendein Seitenblock, das weiss ich. Wir können schon die Fans. Ziemlich viel sogar. Hey, what the fuck, Leute, wo sind wir? Mein Gott. Da sind wir. Ich weiss nicht. Müssen wir vielleicht noch irgendwo Platz bekommen? Sirup-Kurve, dort ist Bierkurve. Die Kurve von Winti. Ja. Und der Match hat auch schon angefangen, genau jetzt. Aber tatsächlich sind da sogar ein paar St. Galler-Fans gekommen. Wow. Aber es sind ziemlich viele Leute hier. Ich kann schauen, ob sie irgendwo einen Platz bekommen. Alter Jungs! Hey, Winti, voll geil, Mann. Richtig so. Du fühlst dich so voll daheim da bei Winti in den Match schauen. Die Fans gehen fett ab. Ach, das ist scheiße, Mann. Voll geil. Und da einfach so überall Leute hocken, wo sie wollen. Richtig geil. Alle stehen da auf der anderen Seite. Also, es sitzt niemand. Dort ist. Was wären die Fans von der Servet? Und die haben auch hier wieder, Jungs. Kollektiv Strafe, Fabio, kollektiv antworten. Das ist Bierkurve, nennen sie sich. Das ist auch nur Winti-Style, Jungs. What the fuck, Alter? Noch kurz zum Erklären, also ich kenne mich null aus. Also ich kenne keinen Winti-Spieler. Ich kenne vielleicht ein, zwei Servet-Spieler. Das soll sein, also ich habe keine Ahnung auch von den Spielern. Ich bin zum allerersten Mal in einem Winti-Game. Ich bin zum allerersten Mal wie Winti daheim am Schauen. Aber es gefällt mir voll. Es ist richtig so ein geiler Vibe. Es ist richtig... Bei mir Portugal Hometown Web, die ganze Dorf hat sich hier versammelt zum Winti zu schauen. So geil, man. Es ist richtig nice, man. Wirklich geil. Wow. Servet jetzt mit dem Counter. Er steht immer noch frei rechts, aber er läuft durch. Wow. Brutal schrittmäßig gespielt und 1-0 für den ersten Servet. Da ist ziemlich schön in die Mitte gespielt worden. Jetzt Winti zum Konter rüber. Das Geile ist, man kennt auch die Fans ziemlich gut. Also, ist wirklich nice. Servet jetzt mit dem Eckball. Je nachdem. Ja, ich habe gedacht, da steht außen richtig viel frei. Servet hat auch ein bisschen zu viel Zeit. Ich habe jetzt auch noch schnell nachgeschaut und zwar Servet ist im Moment nach dem Goal auf dem dritten Platz, während Winti auf dem siebten ist, was eigentlich ziemlich gut ist. Ich sage also, sind immer noch über Basel, darf man nicht vergessen, aber Winti spielt momentan wirklich ziemlich gut. Also sie sind weit oben, das hätte ich nicht erwartet, ich habe ihn falsch im Kopf gehabt, aber Winti spielt ziemlich gut, auch jetzt gegen Servet. Servet auf dem dritten und die spielen mega gut. Jetzt Winti mit dem Eckball. Boah, die Kante vom Kopf getroffen, arme Sieg. Ah, das ist jetzt so unfortunate, Simon. Ja, ich kann nicht mehr hören. Wie geil, Alter. Und die Winterthurer Chor macht noch absolute Party, Mann. So geil, Mann. Leider los, aber Winti kommt jetzt gut nach vorne. Und Servet hat gerade das 2-0 gemacht. Ich kann es leider nicht mehr rechtzeitig filmen. Aber das war das 2-0 für Servet. Sie haben sehr schön in die Mitte gespielt. Ich muss sagen,
die Verteidigung von Winterthur noch nicht immer 100% gut. Also die sind das dritte hinten, der letzte ist immer frei. Sie ist auf der Seite oder auf der anderen Seite. Wenn sie von da kommen, sind sie auf der anderen Seite frei. Wenn sie von dort kommen, ist da immer einer frei. Jedes Mal. Und jetzt ist zweimal so ausgespielt und zweimal so gehen. So geil die Stimmung, Alter. Das hätte ich gar nicht erwartet. What the fuck? Geisteskraft, Jungs. Oh, Vinti mit einer schönen Chance. Aber der Goalie hat ihn leider. Ist immer noch 2-0 für den Vinti. So, Leute, also die Kurve ist absolut geil, die Bierkurve. Und auch das Stadion ist mega geil. Wir gehen jetzt aber etwas Gras holen, jetzt geht Pause. 2-0 für den Serben, wir sehen nachher, wie es weitergeht. Vielleicht noch schnell zum Sagen. Ich bin gerade da, genieße Halbzeit und esse meine Pizza. Gut zu erwähnen. Gleichzeitig spielt der Iverdon noch gegen den FCL. Und der Iverdon ist 1-0 am Gewinnen. Ich wollte gerne wissen, was dort abläuft. Die Wiederholung muss ich morgen anschauen. Ich kann den FCL das verlieren. Im Hinspiel haben sie gewonnen und jetzt im Rückspiel so. Ja, mal schauen. Aber 1-0 Iverdon. Ist aber auch verschoben worden auf heute. Die zweite Halbzeit fährt jetzt gerade an. Und unsere Werte wegen dem Trainingslager ignoriert. Und dort steht auch noch etwas. Wir sehen das jetzt noch einmal. 2019 unsere Werte auf Facebook proklamiert. Und dort noch einmal für euch. Unsere Werte wegen dem Trainingslager ignoriert. Und der ganze Vinti-Block springt um. Vinti hat eine ziemlich geile Kurve, richtig geil, Alter. Jetzt Vinti noch einmal mit einem Angriff. Ah, Eckball für den Vinti. Das ist der Lastwagen. Was? Fucking FC Vinti, das ist der Lastwagen, den wir gehabt haben. Ach du Scheiße. 2-1 für den Vinti, es geht gleich weiter. Und wir haben noch ganze fast 30 Minuten zum Laufen. Und die Stimmung ist noch komplett anders hier in der Schützenwiese. Vinti jetzt in der zweiten Halbzeit viel offensiver und auch viel erfolgreicher. Der FC Winterthur bedankt sich bis 7.265 Zuschauer. Vinti im Moment viel offensiver dran und auch erfolgreicher damit. Sie haben jetzt in der zweiten Halbzeit einen Gang mehr geschaltet und nicht als 2-1 können machen. Vielleicht, wenn sie so weitermachen. Sie haben momentan mehr Chancen in der zweiten Halbzeit als das Servet. Also man weiss, vielleicht pushen sie noch einen weiter und machen es 2-2. Vinti kommt ziemlich schwierig nach vorne. Und da macht Servet 3-1. Sehr schön hier über die Mitte übergespielt. Ich muss den Läufer in Lauf und den Goalie hätte nicht mehr mögen. Vinti kommt einfach nicht zum Schuss. Einfach nicht. Oh, Lose. Der Sechser ist ziemlich gut, aber der kommt einfach nicht zum Schuss vor. Oh, das war schön geschossen. 3-2 für den Vinti! Und es ist auch nicht abseits, also 3-2! Es sind noch 10 Minuten zum Spielen!
Wer hat das erwartet? Vinti wieder mit dem Goal wieder zurück. Und Vinti noch eine Spur, schickt nicht mit. Ah. Und die Stimmung hier in der Schützenwiese ist krank. Ja, ich merke richtig, wie legendär die Schützenwiese für die ganzen FC Vinti-Fans sind. Also extrem nice. Also. Komm jetzt, Vinti, noch ein, das letzte Mal. Vinti macht das Unmögliche! Vinti macht es 3-3 in den 89. Minute! Oh mein Gott! Ey. Die Stimmung da rein ist unglaublich! Das hat sich gar nicht erwartet! Ey, die Kinder durch den Fans sind abartig! 9 Minuten Nachspielzeit, wir sind jetzt in der 90. Und 9 Minuten schon ziemlich viel. Währenddessen ist immer noch Luzern dran. Und zwar 2-1. Und ich weiß nicht, was sie heute machen, Luzern. Nicht gut. Und durch das 3-3 ist jetzt Servette 1-1. Gleich viele Punkte wie der FC Zürich. Vinti noch ein ist mit dem letzten Konter wahrscheinlich. Jetzt meine ich die Mitte, jetzt meine ich die Mitte. Und das Spiel ist vorbei. Und der Vinti macht den noch. Das 3-3 zurück Comeback gegen den Servette. Aus diesem Grund konnte Servette nicht mehr aufholen. Alter, was ein Spiel von Vinti. Dann ein ist der Überblick von der Schützenwiese. Abnormal. Krank. Und somit nein, ist das grosse Dankeschön an die Wintertourer, an die Schützenwiese für die geiles Erlebnis. Das hatte ich gar nicht erwartet. Und damit ist auch der Vlog auch schon wieder vorbei. Vielen Dank allen wirklich für den ganz geilen Support von euch. Lasst doch ein Like da, abonnieren, schreibt etwas im Kommentar, schreibt, ob es euch gefallen hat, schon auf Schweizerdeutsch oder nicht. Und dementsprechend hier, Schützenwiese.